Liebe Bürgerinnen und Bürger, im Namen des Landkreises Lörrach und persönlich wünsche ich Ihnen ein gesundes und glückliches, ein besseres neues Jahr. Besonders wünsche ich Ihnen Zuversicht für 2021. Wie oft haben Sie in den letzten Tagen den Satz gehört, hinter uns liegt ein Jahr, wie wir es noch nie erlebt haben? Das SARS-CoV-2-Virus hat weltweit zu Veränderungen, Lähmungen, Befürchtungen, Einschränkungen und Einflussnahme in alle Lebensbereiche geführt. Anfängliches Glauben, das Virus sei weit weg und könne uns nichts anhaben, wich der Erkenntnis, dass es unseren Alltag und uns selbst dann betrifft, wenn wir nicht selbst infiziert sind und gesund. Lockdown, Teil-Lockdown, Lockdown, unendliche Diskussionen darüber, was richtig oder falsch ist, eine Informationsflut, die auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden muss, eine Meinungsvielfalt in einer Spannbreite, wie wir es kaum bei einem Thema erlebt haben. Social Distancing als neue Vokabel oder Infektionsschutzregeln. Was passiert mit uns? Wie geht jeder Einzelne von uns damit um? Ängste um unsere Gesundheit, unsere wirtschaftliche Existenz, unsere sozialen Beziehungen, unsere Ausbildung und viele Fragen mehr prägen den Alltag und wirken sich unterschiedlich aus. Gerne würde man ein Verursacherding festmachen, aber so leicht können wir es uns nicht machen. Alle Verantwortlichen in Bund, Land und auf der kommunalen Ebene befanden und befinden sich in einem ständigen Lernprozess, müssen Strategien dem Pandemiegeschehen anpassen und Entscheidungen treffen. Dabei waren und sind nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse von Virologen und Medizinern zu beachten, sondern unter anderem auch wirtschaftliche, soziale und ethische Aspekte zu berücksichtigen. Und obwohl dabei der einzelne Mensch immer im Mittelpunkt stand und steht, fühlen sich viele von uns einsam, überfordert, alleingelassen, verunsichert. Genau aus diesem Grund kommen hier aber auch die positiven Aspekte der Pandemie zum Tragen. Solidarität, Hilfsbereitschaft, Rettungs- und Unterstützungsangebote, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Offenheit. Ich bin persönlich sehr dankbar, dass es im Landkreis zahlreiche Menschen und Institutionen gibt, die auf ein Miteinander setzen, Verantwortung für sich und andere übernehmen, indem sie die geltenden Regelungen zur Verhinderung von Infektionen beachten und andere Menschen aktiv unterstützen. Mir ist bewusst, dass es viele Fragen gibt, die teilweise nicht abschließend beantwortet werden können und dass nicht jeder Meinung und jedem Wunsch Rechnung getragen werden kann. Viele Menschen bewegt auch, wie wir in der trinationalen Region in der Phase der Pandemie gut miteinander leben können und sorgen sich um ein einheitliches Verständnis. Auch wenn es nicht auf alle Fragen Antworten gibt und manches nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, meine ich, dass wir auf einem guten Weg sind, verantwortungsbewusst mit der Pandemie umzugehen und 2021 durch Impfungen schwere Krankheitsverläufe reduzieren können. Auch wenn wir trotzdem achtsam bleiben müssen und vor allen Dingen auch die Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin Geltung behalten, dürfen wir voraussichtlich etwas unbeschwerter sein. Und vielleicht gelingt es uns, die ein oder andere von uns geschätzte Freiheit des Sich-Begegnens und sonstiger Aktivitäten langsam, Schritt für Schritt wieder zurückzugewinnen. Wir sollten aber nicht vergessen, was wir persönlich 2020 am Positiven erlebt haben, welche glücklichen Momente wir trotzdem genießen und welche Erfolge wir feiern durften. Vor allem die voranschreitende Digitalisierung hat uns geholfen, in vielerlei Hinsicht miteinander zusammenkommen zu können und uns zu den verschiedenen Themen auszutauschen. Es wäre schön, wenn wir die positiven und guten Erfahrungen
auch in das Jahr 2021 einbringen könnten. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihr Blick gerade jetzt nicht für die positiven Dinge geöffnet ist, versuchen Sie, mit Menschen oder Institutionen in Kontakt zu treten, die Sie unterstützen können. Der Landkreis Lörrach hat mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, neuen Mitarbeitenden und zahlreichen Partnern die vielfältigen Aufgaben, die die Information der Bevölkerung, die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung während der Pandemie, die Kontaktnachverfolgung, das Bürgertelefon, die Errichtung des Kreisimpfzentrums geschultert und dabei in einem sehr engen Austausch mit den Städten und Gemeinden zusammengearbeitet. Die Vernetzung mit den Behörden und den Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, die Unterstützung der Pflegeheime und die Zusammenarbeit mit den Kreiskliniken oder den Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung, Herrn Dr. Potstock, war und ist sehr wichtig. Gleiches gilt für den Austausch mit Bund, Land, welcher sowohl über den Landkreistag unsere Bundestags- und Landtagsabgeordneten oder im persönlichen Dialog erfolgen, um die Interessen der Menschen im Landkreis Lörrach, also ihre Interessen, zu wahren. Mit ca. 300 Mitarbeitenden wurden aus allen Dezernaten im Landratsamt zusammen ein quasi neues Unternehmen beim Fachbereich Gesundheit eingerichtet. Das kann bei anderen Aufgaben und Leistungsbereichen nicht unbemerkt bleiben. Wir müssen Sie um Verständnis bitten, dass es in einigen Fachbereichen und Sachgebieten zu Verzögerungen kommen kann. Die Kolleginnen und Kollegen geben ihr Bestes, die Bearbeitungszeiten nicht zu lang werden zu lassen. Doch haben sie auch die Infektionsschutzregeln einzuhalten und mussten deswegen natürlich Abläufe verändern. Weitestgehend können wir unser Publikum nur nach Terminvereinbarung im Landratsamt empfangen. Denn nur so können wir Ihren und den Schutz der Mitarbeitenden vor Infektionen gewährleisten. Ich bitte Sie insofern um Nachsicht. Positiv ist, dass wir es trotzdem geschafft haben, zahlreiche Aufgaben zu bewältigen, in einigen Antragsverfahren sogar bei deutlich steigenden Fallsteigerungen. Wir haben Projekte wie den Ausbau des Breitbands, den Bau von Pflegeheimen in Schlingen und Hausen, den Bau des zweiten Standorts Landratsamt und des Zentralklinikums erfolgreich vorangetrieben. Projekte wie smarte Landregionen oder die interkommunale Wärmeplanung konnten wir gemeinsam mit Städten und Gemeinden auf den Weg bringen. Der Kreistag, welcher uns über die gesamte Zeit konstruktiv unterstützt hat, fällte nicht nur hierfür die entscheidenden Beschlüsse, sondern hat sich mit den strategischen Entwicklungen des Landkreises auch über das Jahr 2025 hinaus befasst. Die Corona-Pandemie hat das Thema Digitalisierung in allen Lebensbereichen befördert. Das gilt es weiter auszubauen und für den ländlichen und städtischen Raum auch weiterhin nutzbar zu machen. Oft mussten wir 2020 bewährte Wege verlassen und neue erschließen, so wie Sie, unsere Unternehmen, Institutionen oder Kirchen- und Glaubensgemeinschaften das auch machen mussten. Das war für uns alle fordernd und kräftezehrend. Doch unsere Triebfeder, das Beste für den Landkreis, seine Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden erreichen zu wollen, motiviert uns. Ihre Solidarität und Unterstützung gibt uns Kraft. Wir möchten für Sie zuverlässiger Ansprechpartner sein. Mit dem nötigen Verständnis füreinander, Toleranz und Flexibilität werden wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie bewältigen. Solidarität und Miteinander helfen, vermeintlich ausweglose Situationen zu verändern. Wir wissen nicht, was sich 2021 alles noch an Herausforderungen stellen wird. Aber mein Optimismus und meine Zuversicht gründen auf Toleranz,
Solidarität und Verantwortungsbewusstsein der Menschen in unserem Landkreis. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen und wünsche Ihnen, unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren Kreistagsmitgliedern, allen Abgeordneten und Bewerbern, die sich in diesem Jahr, in diesem Wahljahr für die Bundes- und Landtagswahl befinden, aber auch allen Verantwortungsträgern in Wirtschaft, Handwerk, sozialen Einrichtungen und Institutionen sowie Glaubensgemeinschaften zuversichtlich in das Jahr 2021 zu starten und Gottes reichen Segen. Alles Gute.